Letzte Woche lief der Spot schon ganz hervorragend. Diese Woche, wo die Wassertemperatur wieder kalt ist, läuft es offenbar auch ganz hervorragend hier direkt am Anleger. Also, der Spot ist schon fast legendär bei kaltem Wasser. Vor einigen Tagen, eins der letzten Videos, wo es um das Thema kaltes Wasser ging, stand hier schon, hab ein bisschen rumprobiert. Wenige Tage später hieß es dann auch vom Underwater Frank, auch hier getestet. Hier läuft es richtig gut. Dann heute wieder gehört, allen, was geht denn hier ab? Richtig guter Spot und Roman der Zocker steht hier und hat einen richtig schönen fetten Casher auch noch reingepostet im Discord. Übrigens Link zum Discord unterm Video. Eine Stunde da gestanden und die Taschen mächtig voll gemacht bis hin zur Kwolsdorfski-Schleie. Und das ist doch nicht verkehrt. Wenn man doch die Chance hat, dass das Teil reingeht, nehmen wir es doch mit. Tja, und was macht uns hier die Taschen schön voll? Der F1-Karpfen. Der Hybridkarpfen zwischen Common Carp and Crucian, zwischen normalem Schuppenkarpfen und dem der Karausche. Und das ist das, was Geld macht. Und was ballert auch noch mit rein? Die Schleie. Wahnsinnig viele Schleien gehen rein. Richtig, richtig gut. Macht richtig Bock gerade. Also Schleie. Durchaus die Option, die hier abzuhaken als Trophy. F1 ballert sowieso immer rein als Trophy. Also auch das durchaus eine Option. Und das Beste ist, man muss nur nicht mal irgendwie auswerfen. Man lässt quasi die Köder ins Wasser fallen, direkt zu den Füßen. Und zack, lüppt das hier. Richtig, richtig gut. Schon läuft das alles. Und ja, dann macht das Bock. Wenn ihr keine Lust habt, hier zu stehen, der Roman der Zocker stand hier, hat hier einfach abgestellt, 7 Meter geradeaus rausgeworfen. Wie gesagt, ich stand letztens auch schon hier, einfach hier vorne reinwerfen, zack, in diesem Bereich. Oder, was auch sehr gut geht, hier vorne an der Kante, also hier in diesem Bereich quasi an der Kante. Oder eben dann auch hier noch so, wo die Seerosen sind. Also dieser gesamte Bereich bis hierhin, das ist, glaube ich, gerade eine richtig gute Area, um easy ein bisschen Cash zu machen. Ich habe jetzt 50, fast 50, ich habe jetzt 50 Fische gleich im Casher und das in, nicht 50 Minuten, deutlich schnellerer Zeit. Also wir ziehen nochmal eben hier die beiden raus, die wollen gerade. Fangen wir damit an, den nehmen wir noch eben mit. Na klar, Giebel und Co. ist natürlich auch immer mal wieder mit dabei. Genauso wie Spiegelkarpfen, auch die gehen natürlich rein. Etwas weniger sind es die Schuppenkarpfen, aber ansonsten passt das schon. Na, der will jetzt nicht. Okay, dann warten wir eben. Passt genau, 50 Fische. Okay, jetzt aber. 50 Fische. Oh. Na klar, geht auch. Schön die Schleie auch noch, wunderbar, mitgenommen. Trophy Tench macht natürlich richtig Bock. Ah, sehr schön. Also, nächstes Dingen. Ein absoluter Trophy Spot. Dieser Spot. 50, 51 Fische jetzt in 38 Minuten. Also, viel mehr Fisch als Minute. Und das ist immer sensationell. Erste Trophy, zweite Trophy, dritte Trophy, auch nicht so schlecht. Also auch das kann man richtig gut machen. Und ich ziehe natürlich hier noch gleich ein bisschen weiter durch. Wo sind wir denn hier? Gucken wir uns doch erstmal den Spot an. Also, wenn du es noch nicht erkannt hast, es ist hier unten die Stelle direkt am Anleger, also direkt neben dem Anleger. Und da funktioniert das ganz hervorragend. Und wir werfen, wie gesagt, von der Entfernung halt nicht wirklich weit aus. Wenn du am Land stehst, hier auf 7 Meter, klappt das richtig gut. Und ansonsten einfach hier vorne direkt in diese Area reinwerfen. Und dann läuft das auch.
Hoppala. Wir gucken uns natürlich auch gleich nochmal ein bisschen das Setup an. Ich bin hier die ganze Zeit ein bisschen feiner und ein bisschen kleiner unterwegs mit den Winkelpickern. Aber natürlich kann man auch ganz normal mit der Fiederroute sich hier hinstellen. Also ganz, ganz simpel das Ganze machen. Und ja, wir gucken mal eben rein in das Setup. Wie ist es aufgebaut? Und wenn wir uns hier jetzt die Winkelpicker anschauen, ja, es sind die Royal Winkelpicker, also die besten Winkelpicker im Game mit plus 10% aufs Grundfischen. 3000er Rolle, damit man schön auch noch in die Leitrekorde reinkommen kann. Und ansonsten bin ich hier mit 13 Kilo ungefähr unterwegs. 13 Kilo Hauptschnur, 13,6 Kilo geflochtenes Vorfach, Einserhaken und Mais. Also komplett auf Mais, Kunstmais und alles auf Sahne. Komplett creamy unterwegs. Sahne, Sahne, Sahne und auch nichts anderes. Also das reicht komplett. Ich hatte es ein bisschen zwischendurch am Anfang probiert mit einer Route noch auf Boily Soluble Sahne. Aber das hat mir zu lange gedauert. Da waren zu wenig Bisse drauf. Die Sahne liefert ja hier als Maiskorn. Von daher bleiben wir doch einfach dabei. Und wenn man jetzt drei Routen hat in voller Action, dann ist das natürlich auch richtig, richtig gut. So, läuft. Ja, da vorne hat es, glaube ich, auch schon wieder gezuppelt ein bisschen. Da auch. Also ein bisschen abwarten. Und dann geht es auch gleich direkt wieder los. Ja, vom Setup, das hatten wir. Köder hatten wir auch. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch eine Futtermische. Und da gucken wir natürlich auch gleich nochmal rein. Ich glaube, ich kann auch mal wieder nachfüttern, ja. Ich werfe mal wieder ein, zwei PVA oder eben Bällchen rein. Hier kann man ja das Futter genauso auch in Bällchenform nehmen. Einfach hier vorne knapp reinwerfen. Da muss man noch nicht mal weit auswerfen. Und dann lockt das Ganze natürlich auch schon. So, komm mal ran hier. Jawohl, der nächste. Die nächsten 20 Silber. Und hier haben wir auch noch einen dran, der sich noch nicht so ganz entscheiden kann. Ja, jetzt noch hier die Kwolsdorski-Schleie. Das wäre sensationell. Das wäre richtig, richtig gut. Oh, das war zu früh. Zack, also einfach wieder raus hier. Und next. Auch zu früh. Ja, okay. Also ein bisschen mehr Geduld, dann klappt das auch. Zack. Okay, wir gucken rein ins PVA. Und zwar habe ich das letztens schon im Livestream so benannt. 100% Sahne. Für mich zurzeit die beste Kombination an verschiedenen Partikeln, wenn es auf Sahne geht. Macht richtig, richtig Druck im Wasser. Also hat richtig guten Effekt. Komplett eben auf Sahne mit Mais als Basis, weil wir auch mit dem Kunstmais unterwegs sind. Dann ganz wichtig, süße Sahne, sinkender Boily, soluble, auch sehr, sehr wichtig. Also auflösender Boily, geschreddert, auch mit drin. Und dann eben süße Sahne Feed Pellets, Sahne Feed Pellets. Und dann kommt hier nochmal Mais extra als Komponente und Sahne auch noch extra rein. Also komplett auf Sahne und eben auf Mais. Und das ist eben ideal für die Schleie. Da hat sie halt richtig Bock drauf. Übrigens hat das auch sehr, sehr gut funktioniert für die Goldschleie. Das Video kann ich ja nochmal verlinken zur Goldschleie. Und bei der Goldschleie waren da auch immer wieder die Lederkarpfen. Auch da wurden schon einige Lederkarpfen-Trophys gefangen. Also auch durchaus eine Möglichkeit, das so nochmal zu verwenden. Und hier geht es. Und hier geht es weiter. Ja. Let's go. Da geht auch noch ein bisschen was. So, gehen wir noch mal ein bisschen höher. Und ich versuche nach vorne vor den Fisch zu kommen, damit ich ihn zu mir ziehen kann und er nicht so schnell vor mir wegschwimmen kann. Jawohl. So geht das dann deutlich einfacher. Na. Ein großer Spiegelkarpfen. Ja. Vielleicht 12 Kilo oder so. Oder noch nicht mal. Vielleicht auch nur 9 Kilo.
die machen halt auf feinem Setup schon sehr, sehr schnell Theater. Da muss man immer... Nein, 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 hier bleiben. Na, guck, 9 Kilo. Also, schnell wieder raus. Wir wollen die F1 und wir wollen die Schleien. Ich will auf jeden Fall die Kwolsdorfski-Schleie. Das ist sensationell. Aber ich konnte immerhin jetzt hier auch schon die normale Schleie abschließen für das Fangbuch. Das ist natürlich auch richtig gut. Also, das heißt, die haben wir schon erledigt jetzt hier fürs Fangbuch. Und jetzt nehmen wir den auch noch mit. So, auch wieder auswerfen. Und jetzt gucken wir gerade noch mal eben. Es sind 57 Fische jetzt in 45 Minuten. Das ist doch gut. Das heißt, wir gucken jetzt noch mal kurz in das Café, was das Ganze denn jetzt so noch an Silber gebracht hat und ob sich das denn hier auch überhaupt gelohnt hat. Also, kurzer Blick ins Café. Und da haben wir die Schleie dabei. Sehr praktisch, nach Gewicht sortieren. Wir nehmen die kleinste Schleie natürlich. Da haben wir hier schon mal 15 Silber. Das ist erledigt. 11 Kilo Schuppenkarpfen ist noch nicht dabei. Giebel in der Größe auch nicht. Ja, das passt doch. Und ansonsten gucken wir mal dazu. Ja, das schmeckt. Also richtig schön. 1, 2, 3 Trophies, jede Menge F1-Karpfen und das jetzt hier, wie gesagt, in 45 Minuten an dem Spot. Sehr, sehr schön. Und hier kommen dann die ganzen Schleien. Also auch noch einige Schleien dabei, aber eben auch einige von den Spiegelkarpfen um die 4, 5 Kilo herum. Auch das ist gar nicht verkehrt. Nehmen wir doch gerne mit. 800 Silber in 45 Minuten. Das ist ordentlich. Und zwar sehr, sehr ordentlich. Vor allem, wenn man überlegt, wie simpel der Köder ist. Die Futtermische ist ein bisschen teurer, alleine dadurch, dass man eben diese Soluble Boilies, dass man die mehrfach dann eben schreddert und dann herstellt. Aber ansonsten lohnt sich das doch trotz allem ganz enorm. Und ihr seht, hier ist schon wieder Action an allen drei Routen. Das heißt, ich mache jetzt hier weiter. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.